In Thüringen ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie mit über 450 Unternehmen und ca. 46.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber mit einem Umsatz von über 6 Milliarden Euro. Als Automotive Thüringen e.V. haben wir es uns von der Gründung im August 2000 an zur Aufgabe gemacht, die Kommunikation zwischen den Unternehmen der Landesregierung des Freistaates Thüringen und den Medien zu stärken und zu fördern. Automotive Thüringen unterstützt seine Mitglieder bei betrieblichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, beim Technologietransfer durch Nutzung lokaler Kapazitäten an Fach- und Hochschulen, bei der Analyse von Marktentwicklung und Neuinvestitionen. Fachbezogene Schulungen und Workshops erweitern das Angebot. 10 Jahre Automotive Thüringen, ein denkwürdiger Tag im Jahr der Jubiläen in Ostdeutschland. Der AT Thüringen wurde im August 2000 gegründet, als wesentliche Gründungsmitglieder BMW damals und die Firma Gebis, auch der TÜV. Heute ein Verein, der mit 112 Mitgliedsunternehmen etwa 2/3 der thüringischen Automobilindustrie repräsentiert, mit einer Belegschaftsgröße von ca. 30.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 4,2 Milliarden Euro. Wir sind angetreten, um gemeinsame Interessen zu vertreten, gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik. Wir sind angetreten, um uns gemeinsam zu unterstützen, gemeinsame Interessen und gemeinsame Aufgaben zu definieren und letztlich diese gemeinsam zu lösen. Mit der Neuausrichtung des AT im Jahre 2004 wurde dem Verband ein professionelles Management gegeben, dessen Aufgabe es war, eine interne Organisationsstruktur zu installieren und die Zahl der Mitglieder zu erhöhen, um als repräsentative Interessengemeinschaft der Automobilzulieferer einen Cluster zu bilden. Im Fokus stand dabei die enge Zusammenarbeit mit dem Land Thüringen, länderübergreifend mit dritten Partnern sowie Initiativen des Landes, des Bundes und weiteren Verbänden zur Stärkung von Kooperation und Kommunikation, um die gemeinsamen Interessen und Ziele zu festigen und auszubauen und neue Möglichkeiten zu erschließen. Mit der Entwicklung einer Plug-and-Play-Anwendung unter dem Titel Virtuelles Automobil Thüringen präsentiert der AT den Freistaat als ausgezeichneten Standort der Automobil- und Zulieferindustrie. Durch die dreidimensionale Animation eines Autos für die Visualisierung der Sucheingabe hat der Benutzer Zugriff auf eine umfassende Datenbank der Thüringer Zulieferbetriebe. Hier können neben Kontaktdaten und Webadressen auch Informationen zu Tätigkeiten, Produktpalette, Unternehmensgröße, Zertifizierung sowie Geokoordinaten des Standortes abgerufen werden. Die Anwendung in Form einer Flashcard wird auf Messen und Branchenveranstaltungen vorgestellt und an potenzielle Geschäftspartner verteilt. Um den gesamten internationalen Automobilmarkt erreichen zu können, wurde die Anwendung zusätzlich in russischer und englischer Sprache programmiert. Dies ist nur eine unserer vielfältigen Aktivitäten. Wir betreiben Ausstellungen, wir betreiben Arbeitskreise zu allgemeinverbindlichen Themen. Wir sind sehr breit aufgestellt, obwohl wir relativ viele kleinere Unternehmen haben. Die größeren Unternehmen versuchen, die kleineren Unternehmen mit an die Hand zu nehmen, um Themen gemeinsam zu lösen und zu bearbeiten, die ansonsten in einem kleinen Unternehmen nicht auftreten. Um überregional und international auf die Produktionsstandorte in den neuen Bundesländern bei den OEMs und den international agierenden Tier 1 aufmerksam machen zu können, sind größere Einheiten notwendig als nur eine Länderinitiative wie der AT. Daher haben sich alle Initiativen der neuen Bundesländer zusammengeschlossen. Mit dem Automotivcluster Ostdeutschland sollen gemeinsam die strategischen Herausforderungen und insbesondere die notwendigen Kooperationen organisiert werden. Das Ergebnis ist die Bündelung gemeinsamer Aktivitäten wie der Initiierung einer gemeinsamen Kompetenzdatenbank, der Zugang zu neuen Kunden und der Entwicklung neuer Produkte. Mit der Erschließung neuer Märkte durch gemeinsame Präsentationen auf internationalen Messen wie der IAA in Frankfurt und Hannover sowie der Messe Z in Leipzig wird das Projekt selbst und der Nutzen für alle Beteiligten ständig vorangetrieben.
Gerade die Gemeinschaftsauftritte auf Messen bieten kleinen Unternehmen die Möglichkeit, sich am Markt zu etablieren und die Herausforderungen des immer stärker werdenden Wettbewerbes zu bestehen. Seit dem Jahr 2004 ist der Automotive Thüringen regelmäßig auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt und Hannover als Aussteller vertreten. Durch überregionale Kooperationen mit anderen Automobilclustern und Netzwerken anderer Branchen werden neue Produktionsstrukturen über die fachlichen und regionalen Grenzen hinaus ermöglicht. Ein verstärktes internationales Netzwerk bietet zudem die Möglichkeit internationaler Kooperationspartnerschaften. Der Branchentag Automotive 2010, eine der zahlreichen Aktivitäten des Automotive Thüringen, widmet sich in diesem Jahr den Fragen der Globalisierung in der Automobilzulieferindustrie. Sie werden heute als Schwerpunktthema feststellen, dass wir nach 10 Jahren einen anderen Fokus haben, einen zusätzlichen Fokus, den wir für sehr dringend halten, nämlich zu überlegen, wie wir mit unserer mittelständischen Struktur hier in Thüringen es schaffen, dem eindeutigen Trend zur Globalisierung gerecht zu werden. Hier stellen sich völlig neue Herausforderungen in Sachen Kooperation, in Sachen Finanzierung, rechtliche Fragen. Kurzum, uns werden die Themen nicht ausgehen in den nächsten Jahren. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern, dass sie in den vergangenen Jahren so intensiv mitgearbeitet haben, und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit.